Genau, also ich bin eigentlich Molekularbiologe und habe während meines Doktoratsstudiums meine erste digitale Kamera eigentlich bekommen und habe dann relativ schnell angefangen, Konzerte zu fotografieren, weil eben Musik einer meiner tragenden Säulen im Leben ist, sage ich mal. Musik habe ich schon immer gehört. Ich habe selber in einer Death Metal Band gespielt, wie ich zwischen 13 und 18 Jahre alt war, und habe dann angefangen, Konzerte zu fotografieren. Und bin so eigentlich reingekommen in das Ganze. Habe es natürlich hobbymäßig gemacht, nach der Arbeit dreimal die Woche ab ins Konzert und fotografieren. Also, wie mir der Grundgedanke gekommen ist, dass ich eben Konzertfotograf werden will, habe ich in Google eingegeben Konzertfotograf Wien und bin dann halt drauf gekommen, dass man immer Presseakkreditierung braucht. Das habe ich vorher alles nicht gewusst. Und bin dann auf FM5 gestoßen, das ist ein Internetmagazin, und habe dort halt praktisch angeheuert als Freelancer, habe dort angefragt, und über diesen Weg hat es dann geklappt, dass ich Akkreditierungen für die Konzerte bekomme und habe so eben angefangen, in der Arena, im Wuk und so weiter bekanntere Bands zu fotografieren.